der Mitte des 17. Jahrhunderts, zur Zeit der Türkenkriege, hat Graf Nadasti, der Grundherr hier, Franz Nadasti, in Italien studiert und hat dort einen Architekten kennengelernt, den Pietro Orsolini. Und als er dann 1656 diese Kirche gestiftet hat und das Augustinerkloster, hat er seinen Freund und Studienkollegen Pietro Orsolini gebeten, eben diese Kirche für ihn zu bauen. Der Bau wurde dann unterbrochen, weil sich Sprünge gezeigt haben in den Wänden. Die Risse, die sind bis heute zu sehen. Und Pietro Orsolini ist geflüchtet. Als er nach 10 Jahren wiedergekommen ist, ist die Kirche noch gestanden und er hat den Bau vollendet. Allerdings hat er nur einen Turm aufgesetzt. Wir sind hier im Altarraum. Was können Sie mir da über die Mariendarstellung erzählen? Das ist das Gnadenbild von Lockenhaus, das eigentliche. Die Mutter vom guten Rat, es ist eine Madonna mit Kind, beliebt im Augustinerorden. Und es ist auch eine Regenbogenmadonna. Die Kirche ist nicht nur Spielstätte des Internationalen Kammermusikfestes, sondern auch Austragungsort des Orgelfestivals Lockenhaus. Die Orgel wurde im Jahr 2003 gebaut und ist das Herzstück der Pfarrkirche. Das ist nicht nur die größte Kirchenorgel des Landes, sondern sie hat auch eine ganz besondere Geschichte. Sie trägt in sich als Gründungsurkunde das höchste Gebot der Christenheit. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das wurde nicht nur auf Latein und Deutsch hineingeschrieben, sondern auch auf Hebräisch von einer Holocaust-Überlebenden, die in Lockenhaus aufgewachsen ist. Und so klingt diese jüdische Spiritualität weiter jedes Mal, wenn ich die Orgel spiele, wenn die 3000 Pfeifen klingen. Ein paar Stufen abwärts zeigt sich die Kirche Lockenhaus von einer ganz anderen Seite. Ziemlich unheimlich ist es hier. Was sind das für Särge? Hier in der Krypta unter der Kirche ist die Familiengruft der Familie Nadasti. Auch der Sarkophag des Kirchenstifters Franz Nadasti ist hier. Und hier beim Gnadenaltar in der Krypta ist die schwarze Madonna. Diese Marienstatue ist sogar älter als die Kirche selbst, eine Renaissance-Arbeit aus Italien aus dem 16. Jahrhundert. Egal ob in der Gruft, bei der Chorempore oder beim Hochaltar, in der Kirche Lockenhaus gibt es in jedem Winkel etwas zu entdecken.